Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einer neuen Top-Liste. Und ja, was kommt nach den Weißbieren hellen? Ja, da machen wir die Weißbiere dunkel nämlich mal durchnehmen. Da gibt es auch ein paar, tatsächlich viel, viel weniger als helle, die wir getrunken haben. Aber auch hier ist es mal an der Zeit, eine neue Liste zu machen, eine Liste 2022. Und deswegen nehmen wir diese Liste jetzt einfach mal hier noch mit rein in diese Serie. Und dann schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Also Weißbiere 2022 auf Platz 10 habe ich einen Discounter mit reingenommen. Mache ich mal in Anführungsstrichen. Ich wollte dieses Bier unbedingt mit drin haben. Einige werden jetzt einen Kopf schütteln. Ich weiß, dass die den Kopf schütteln werden, absolut. Aber ich wollte dieses Bier einfach mit reinnehmen, weil ich finde, für ein dunkles Weißbier, und davon sind wir mal ehrlich, gibt es in der Kategorie Discounter nicht so viele. Und dafür muss ich sagen, ist es wirklich ziemlich gut. Und zwar Oettinger. Oettinger Hefeweißbier dunkel. Für den kleinen Geldbeutel muss ich sagen, ja, wenn man das richtig behandelt und aus dem richtigen Glas, da kann dann richtig temperiert, kann man damit tatsächlich sogar mal ein bisschen was überbrücken. Da kann man sogar mal ein bisschen Geschmack auf die Zunge bringen. Funktioniert. Natürlich ist es jetzt von der Qualität nicht so, dass ich sage, man, das hält mindestens 30 Minuten im Glas aus, dann sieht es aus wie tot. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber so, wenn man das frisch trinkt, gut temperiert, aus dem richtigen Glas, für den kleinen Geldbeutel, ist das Oettinger Hefeweißbier dunkel wirklich grundauf solide. Und das ist so, wo ich sage, dann kann man das eigentlich auch mal mit in so eine Liste mit reinnehmen. Und deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Klar, wir sind ja irgendwo bei 3 Punkte, wo wir da rumwandern. Aber trotzdem möchte ich es mit reinnehmen, hinten auf den letzten Platz. Auf Platz 9, da haben wir jetzt das Weinstephaner Hefeweißbier Dunkel. Weinstephaner Dunkel hingegen zum Hellen ziemlich weit hinten. Das ist auch so ein Ding, da wo ich auch gesagt habe, was ist da los? Aber irgendwie hat es mit dem dunklen Hefeweißbier nicht so richtig geklappt. Ich habe es mehrmals getrunken und irgendwie ist immer wieder, dass ich so sage, ja, ist jetzt nicht ganz so weit vorne. Ne? Dennoch natürlich ist es eine super Qualität und aus dem Grund ist klar, wollen wir es mit drin haben. So, dann haben wir ähnlichen Kandidaten auf Platz Nummer 8. Das ist das Andechser Weißbier Dunkel, was wir da haben. Und auch hier, es ist jetzt nichts Besonderes, wo man sagt, so Mensch, krass, absoluter Hochgenuss oder so, oder absolut Innovation, Kreativität. Dennoch aber grundauf solide und linear vom Gesamtbild her, vom Gesamtprofil. Und auch das Ganze so als Essensbegleitung, wunderbar jetzt auch Spätsommer oder so trinken, da macht das tatsächlich auch Spaß. Kriegt man auch übrigens bei Getränkehofmann oder im Rösler bekommt man das, da ist das eigentlich auch nicht schlecht. Überraschend ist Platz Nummer 7, die Aiinger Urweiße, die gibt es bei uns jetzt auch regelmäßig im Getränkehofmann. Ich habe mir mal wieder eine mitgenommen. Man muss es mögen. Ja, ist schon ein bisschen spezieller das Ganze, ist halt eine Urweiße. Dunkel, aber dennoch von Aiinger, was Aiinger generell so rausbringt an Bieren, muss ich sagen, ist es schon so das Bessere oder das Beste, was sie haben im Angebot. Ich glaube, ich habe noch nicht alle probiert, aber so, was Aiinger da mit der Urweiße gebraut hat, ist schon so ein ganz leckeres Bier. Platz Nummer 6 sind bei Baden-Württemberg, Alpiersbacher Klosterbrauerei, und zwar da die Weiße. Ist auch hier ist klar, denke ich, Qualität ist absolut top. Hier ist ganz hohes Niveau, wo wir sind. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, Alpiersbacher ist fast in jeder Liste mit bei. Somit auch bei den dunklen. Also für ein dunkles, Hefeweißbier, ganz klar, muss mit aufgenommen werden. Ebenfalls Baden-Württemberg, Ketterer Brauerei, da geht der Gruß auch erstmal raus. Die haben ja auch wirklich ordentlich zukommen lassen. Ist übrigens mal wieder an der Zeit, ne, für das Weihnachtsbier. Und zwar Urweiße Dunkel, auf Platz 5 gelandet bei mir. Insgesamt in der Liste habe ich, glaube ich, 2022 allerdings nicht getrunken. Ist noch ein Überbleibsel aus 2021. So, da sind wir jetzt auch schon bei der Brauerei Unerde. Ursud hat es auf Platz 4 geschafft, 2022. Das heißt also, zweimal vertreten. Neuzugang 2022 ist dann Platz Nummer 3, Kösslern, jetzt Kösslerner auch wieder mit in der Top 3 bei mir mit drin, Marktweiße, das ist das Dunkle, also wir hatten ja die Urweiße gehabt auf Platz 1 bei den Hellen, jetzt sind wir bei Platz 3 bei der Marktweiße, hat mir so ein bisschen das Wuchtige gefehlt, hat mir so ein bisschen so dieses urige, kernige vom Malzkörper her gefehlt, schade eigentlich, so, aber trotzdem lecker. Und Platz 2 ist dann die Alte Weiße, auch ein
Zugang 2022, den wir getrunken hatten, hat mich total geflasht, wo ich auch gesagt habe, wow, lecker, muss mit in die Liste. Dass es so hoch oben in die Liste gewandert ist, war mir selbst jetzt vorher nicht bewusst, aber immerhin auf Platz 2. Und auf Platz 1 haben wir das Unertel Weißbier. Ich habe ja schon gesagt, ob es ein helles ist oder ein dunkles, sucht euch was aus. Zumindest ist es lecker und deswegen wohlverdienter Platz Nummer 1. Bekommt ihr im Getränkehofmann oder im Rösler. Ja, das waren die Biere 2022, die wir getrunken haben. Jetzt die Weißbiere und die dementsprechende Liste dafür. Gut, das war's gewesen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.